Wurde Rostasche früher noch als Abfall verkauft, ist diese heutzutage wichtiger Wertstofflieferant auch bei der AWG auf Kortzart. In der Rostasche finden sich ca. 10% Wertstoffe wie Kupfer oder auch Aluminium. Die moderne Rostascheaufbereitungsanlage am Müllheizkraftwerk kann diese Wertstoffe aus der Schlacke filtern. Das sind im Jahr so ca. 100.000 Tonnen, wenn wir 400.000 Tonnen im Input des Kraftwerks haben. Und diese 100.000 Tonnen behandeln wir mit dieser Anlage, um halt entsprechend an die Wertstoffe zu gelangen. Wie ein guter Wein muss die Rostasche eine gewisse Zeit in der offenen Lagerhalle verbleiben, bevor sie weiterverarbeitet werden kann. Warum wir diese Lagerhalle brauchen, ist, dass wir am Anfang einen relativ hohen Feuchtegehalt von dem Material haben. Wir liegen so bei 23% Wassergehalt. Um halt entsprechend in den Feinkornbereich auch sieden zu können, reduzieren wir es durch die Lagerzeit auf ca. 16% Wassergehalt, im Sommer sogar bis auf 13% Wassergehalt. Damit können wir natürlich auch in den Feinkornbereich bis zu 0,7 mm hinein auch sieden. Diverse mechanische Filterprozesse spalten die Rostasche Schritt für Schritt in ihre verschiedenen Bestandteile auf. Die meisten Filter- und Aufteilungsprozesse finden automatisch statt, aber auch Handarbeit ist noch gefragt. An dieser Sortierkabine sortieren die Kollegen Materialien raus, wie zum Beispiel Edelstahlpfannen und Töpfe, aber auch Aluminiumpfannen und Töpfe. Die Rostascheaufbereitungsanlage ist in ihrer derzeitigen Ausbaustufe eine der modernsten Anlagen in Europa und aus heutiger Sicht für die AWG nicht mehr wegdenkbar. Das ist ein wesentlicher Punkt, auch diese Anlage, Sekundärrohstoffe zu gewinnen, Energie und CO2-Emissionen einzusparen.